Hallo liebe Fußballfreunde und seid herzlich willkommen hier zum 19. Spieltag bzw. zum Tippspiel am Montag mit Uwe. Hallo, seid gegrüßt. Das Video zum 18. Spieltag kam ja sehr gut bei euch an mit der neuen Qualität und ich hoffe natürlich, euch gefällt das Tippspiel weiterhin. Wir sind jedenfalls jetzt hier, um zu tippen und es sieht wie folgt aus vom Punktestand her. Es ist echt knapp. Jetzt der Spieltag ist aber jedoch trotzdem entscheidend, kann man sagen. Denn es sieht wie folgt aus. Ich habe 552 Punkte, habe 21 Punkte jetzt hier zum Auftakt der Rückrunde geholt. Uwe hat 22 Punkte geholt, ein mehr. Somit hat er 551 Punkte. Er hat nur einen einzigen Punkt weniger als ich. Und wie gesagt, ich war deutlich im Rückstand und hatte meinen Spieltag mit den dreifachen Punkten. So, aber diesen Spieltag hat nun auch Uwe am 19. Genau. Etwas bitter für mich. Eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass er, oder ich wünsche mir eigentlich, dass er echt wenig Punkte holt. Aber mal gucken. Mal gucken, was insgesamt drin ist. Ja. Ich sag mal, der Auftakt war gut. Und wenn ich jetzt so weiter daran anknüpfe, bin ich guter Dinge. Wenn ich dann noch verlieren sollte und das vielleicht sonst nur mit 30 Punkten Rückstand, bin ich trotzdem mit zufrieden, weil ich trotzdem gar nicht so schlecht die letzten Tippspieltage getippt habe. Du darfst auch anfangen. Oh, ich darf anfangen. Und zwar mit dem Spiel Berlin gegen Dortmund. Ach du liebe Zeit. Also muss man sagen, Berlin in Stuttgart 1-0 verloren und Dortmund 0-0 zu Hause gegen Wolfsburg. Ja, das ist das Problem. Was sagst du? Was sage ich? Ja, Berlin spielt zu Hause, das ist natürlich immer so eine Sache. Klar, wir haben jetzt verloren. Also ich höre auf mein Bauchgefühl und weiß schon meinen Tipp. Ich glaube, ich tippe mal hier 1-2 zu 1 Standard. Oh, ich versuche es. Okay. Vielleicht ein bisschen hoch, aber ich versuche es trotzdem mal. Also ich gehe hier eher auf ein Unentschieden, weil Berlin zu Hause spielt. Sie werden auf jeden Fall ein Tor schießen, weil man auch natürlich nach vorne mehr machen muss nach einem torlosen Spiel, wo man ja auch verloren hat in Stuttgart. Dortmund sowieso torlos. Aber dennoch, glaube ich, wird es auswärts schwer. Aber man muss trotzdem wieder reinfinden und gute Spiele machen. Aber dennoch bin ich da vorsichtig und sage eher 1-1. Okay. Nächste Begegnung. Mainz gegen Stuttgart. Hey. Mainz ja leider doch noch verloren. Ich habe einen Unentschieden getippt. Leider hat aber Hannover 3-2 gewonnen. Sehr, sehr bitter. Oh. Muss ich sagen, für Mainz. Stuttgart hingegen ja 1-0 gewonnen. Ist schwer zu sagen, aber Mainz spielt auch zu Hause. Und hier würde ich jetzt auch, um ehrlich zu sein, wieder auf ein Unentschieden gehen und tippe auch hier wieder ein 2-2 ist vielleicht zu hoch. Ich sage hier auch 1-1. Aha, du meinst also, das sind Unentschieden. Meinst du, also es wird Punkteteilung oder so? Ja. Boah, das ist schwer. Also Mainz gegen Stuttgart. Ah, Mainz spielt zu Hause. Kann man aber nicht die Kosten geben. Nee. Stuttgart. Zweite Spiel, also das zweite Spiel nach Rückrunde. Mit Gomez. Ja. Ja. Ich gehe auf 2-1. Für Mainz? Nee, Quatsch, ich hab mir versprochen. Ein 1-2. Oh, okay. Ich ganz gerne. Okay. 2-1. Also ich tippe auf Stuttgart in diesem Fall. Mhm. Jetzt bin ich aber gespannt. Du hast wieder Gladbach gegen Augsburg. Oh. Gladbach gegen Augsburg. Da tippe ich jetzt nur unentschieden 1-1. 1-1? Da gehen wir nur unentschieden mal rein, Isabel. Ihr könntet mir vorstellen, das könnte. Gladbach spielt zu Hause. In Köln haben sie jetzt verloren mit 1-2. Augsburg hat gegen Hamburg, wie ich auch gesagt habe, 1-0 gewonnen. Oh. Also das stimmt sogar, wie ich das gesagt habe, habe ich 10 Punkte geholt. Bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Ist schwer zu sagen. Wie gesagt, das Gute ist, wenn ich das gleiche wie Uwe tippe und er holt dreifache Punktzahl, hole ich auch nicht mal so schlechte Punkte. Muss man ja auch mal dazu zugeben, so von der Differenz. Ja, ja. Also sind zwar immer die Hälfte weniger, aber ja, wenn sie. Trotzdem. Die Frage ist, wird es einen Gewinner geben? Augsburg spielt gut. Deswegen, boah, ich muss hier mein drittes Unentschieden tippen. Ich glaube auch hier wieder, dass es ein Unentschieden wird und tippe auch hier eher 1-1.
Beim nächsten Spiel tippe ich aber kein Unentschieden. So viel kann ich sagen. Freiburg spielt zu Hause gegen Leipzig. Und ich hätte nicht damit gerechnet, dass Leipzig 3-1 gegen Schalke zu Hause gewinnt. Nee, das hätte ich auch nicht erwartet. Also mit dem Unentschieden hätte ich das vielleicht doch noch eher gerechnet. Vielleicht auch mit einem knappen Sieg, aber 3-1, 2 Tore Differenz. Hm, okay. Aber dann muss ich zugeben, gehe ich doch eher auf Leipzig mit einem Standardtipp, weil Freiburg oftmals die Tore gut ist. Man hat in Frankfurt 1-1 gespielt, deswegen tippe ich Freiburg 1, Leipzig 2. Ja, dem schließe ich mich an, hätte ich jetzt auch so gesagt, weil Standardtipp, wie man immer so schön sagt, anders haben wir es im Moment leider. Was ja, das war nur 1-1 oder 2-1. Ja, aber was anderes kommt ja leider auch noch wirklich. Spielerisch, also das soll man nach großartig tippen. Höhere Ergebnisse fallen ja nicht. Oder es fallen 0-0. Oder vielleicht beim nächsten Spiel, mein Lieber, du darfst. Hoffenheim gegen Leverkusen. Ach du liebe Zeit. Ja, Leverkusen, Hoffenheim. Leverkusen 3-1 zu Hause gegen Bayern zum Auftakt verloren. Und ja. Hoffenheim in Bremen 1-1 gespielt. Na, ich glaube, die spielen zwar zu Hause, Hoffenheim, aber ich glaube. Du glaubst auch nicht, dass da ein Sieg drin ist, ne? Nee, ich glaube, die teilen. Aber ich glaube schon, dass da ein Sieg drin ist. Ja. Ich weiß nicht mehr. Habe ich das schon mal den Tipp verraten? Aber nee, hast du nicht. Aber Leverkusen. Hat die schon? Ja, gut, aber das ist immer so schwer zu sagen. Leverkusen, ja doch, Leverkusen hat jetzt verloren, aber was jetzt ja nun nicht unbedingt so dramatisch ist gegen Bayern. Mhm. Aber ich bin mir nicht sicher, aber das Hoffmann, na, zu Hause sind sie ja auch nicht so schlecht. Ach komm, ich tippe jetzt 2-1 vor. Hoffmann? Ich versuch's mal mit 2-1. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich tippe. Jetzt muss ich mir überlegen, schießt Hoffenheim zu Hause ein Tor. Deswegen gehe ich auch hier lieber eher auf Standardtipp, aber Tipps umgekehrt zu wird. Ich glaube, dass Leverkusen in Sinsheim mit 1-2 gewinnt. Okay, das ist genau. Kommt zum nächsten Spiel, Wolfsburg gegen Frankfurt. Also eine Zahl trage ich schon mal ein. Und zwar für Wolfsburg die 1. So, die Frage ist, sag ich 1-1, 1-2 oder 1-0? Mhm. Die drei Möglichkeiten habe ich. Also ich habe einen Tipp schon. Also 1-3 glaube ich never ever für Frankfurt, muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Frankfurt muss auch erstmal wieder reinkommen. Wolfsburg hat aber in Dortmund 0-0 gespielt. Ich weiß jetzt aber auch nicht die Statistiken, wie gut oder schlecht jeweils die ein oder andere Mannschaft war. Oh, das ist schwierig, 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 schwierig. Boah, da sag ich, dass Wolfsburg gewinnt. Okay, entweder sage ich 1-0 oder 1-2. Eine 1 trage ich da schon mal nicht ein. Guck mal, ich mache hier schon ein gutes Ausschlussverfahren. Eine Frage. Einen von den beiden Zahlen. Tippst du dann das gleiche wie ich? Ich habe mein Ergebnis schon. Nee, aber hast du entweder 1-0 oder 1-2? So ist in der Art habe ich, ja. Ah, okay. Aber das heißt, du tippst aber auch auf den Sieg und kein Unentschieden. Du sagst ja, du hast deinen Tipp. Ja, ich habe meinen, aber ich hab, ich kann meinen Tipp ja auch sagen. Nein, 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 noch nicht. Ich glaube schon mal, dass... Na komm, ich gehe jetzt hier auf Frankfurt. Ich bin jetzt doch etwas zu... Oh, oder nicht? Oh. Ja, komm, ich bin mutig, ich sag, Frankfurt gewinnt 1-2. Diese Frankfurt. Ich würde jetzt hier nur einen Schieben tippen, 1-1. Ich denke, das ist eine Punkteteilung wieder nicht im Spiel. Mhm. War ja kurz davor, aber ich glaube, mein Gefühl sagt mir einfach, ich glaube nicht, dass es ein Unentschieden wird. Ja, jetzt kommt das nächste Spiel, das darf ich ja wohl wieder tippen wahrscheinlich. Das Top-Spiel der Woche. Boah, Hamburg gegen Köln. Hamburg-Köln. Was soll ich da jetzt tippen? Köln gewonnen. Ja. In der 95. Minute durch Simon Terodde, im Neuzugang ja aus Stuttgart. Ja. Und Hamburg hat halt 1-0 in Augsburg verloren. Und da verliert man auch so ein bisschen den Boden, weil man steht unten und man muss gewinnen. Und jetzt im Topspiel, man spielt zu Hause, aber was sagst du? Man muss gewinnen. Ja, aber ich glaube, Köln muss auch ja gewinnen. Also von daher muss beide stehen unten. So, Platz Köln 17 Köln gegen muss, 18. Köln muss eigentlich Punkte holen, ansonsten hat sich das sowieso erledigt. Mhm. Wenn du jetzt nichts mehr machst, dann passt das. Aber Hamburg, also ich hab meinen Tipp. Aber Hamburg muss auch Punkte holen. Ich habe meinen Tipp und bin etwas risky. Du musst gehen, ich bin riskant unterwegs. Ich traue mich da nicht so lange. Ich riskiere es. No risk, no fun. Ich tippe hier den Punkt.
1-1. Ich gehe aber mit Unentschieden. Alles klar, 1-1. Keine Ahnung. Ich tippe Hamburg 0, Köln 2. Ja, das ist ja gut. Ich bin etwas riskier, ja, glaube ich. Das ist schon nächstes Spiel. Ja geil. Vor. Leg mal vor. Er hat leider sein Trikot nicht ab, sonst hätte er vielleicht jetzt auch so auf seine Brust gehauen. Ja, nächste Woche. Bayern gegen Bremen. Ja, er wollte es nicht anziehen. Vielleicht, weil es ein schlechtes Ohm oder so ist, ja, meinte er. Aber nächste Woche zieht es wieder an, da könnt ihr euch darauf freuen. In diesem Spiel bin ich ja leider auf Realismus, hier ganz ehrlich gestehen. Ich muss jetzt nicht mal schwer tippen. Ja, du kannst ja auch. Also Bayern spielt zu Hause, Bremen spielt auswärts. Die Frage ist, schafft Bremen ein Tor? Ja. Auswärts. In Bayern. Das wird schwer. Nein, sage ich, tut mir leid. Also ich bin da auch realistisch. Ich würde vielleicht ein Unentschieden oder so tippen, wenn Bremen so gespielt hätte wie vor einem Jahr, wo man ja nur auch 2-1 zur Rückrunde zu Hause gegen Bayern gespielt hat, muss man ja zugeben. Aber aufgrund der Ausgangslage, Bremen muss kämpfen, will riskieren, macht vielleicht dann auch unnötige Fehler. Bayern kann ruhig spielen und man möchte die 3 Punkte safe zu Hause mitnehmen. Deswegen, die Frage ist, gehe ich jetzt hier auf ein 2-0 oder 3-0? Also ein 4-0 wäre zu hoch. Aber ich bin doch etwas mutig und sage 3-0. Ja, ganz hoch würde ich jetzt nicht tippen. Ich muss ja leider jetzt so tippen, aber ich muss auch realistisch tippen. Geht jetzt leider nicht anders. Also ich tippe da jetzt mal ein 2-0. Jetzt. Ja. Ich bin vorsichtig. Zu hoch gehe ich da nicht ran. Aber das Bayern ist einfach zu stark. Das ist einfach so. Und das letzte Spiel, mein Lieber. Ich darf tippen. Oh, ja. Schalke gegen Hannover. Oh, das ist eine schöne Begegnung. Oh, das ist wieder so ein Spiel, wo ich denke, das könnte... Da tippe ich jetzt ein 2-2 einfach mal, ganz frech. Genau, so mache ich das. Würde ich was sagen? Ich schieße mich an. Ja. Ich tippe auch ein 2-2. Aus dem Bauch raus. Ich denke mal, die teilen sich die Punkte. Ich hätte aber auch nicht 1-1 getippt. Also 0-0 oder 2-2 auf jeden Fall. Ich hätte erst vielleicht auf Hannover. Ich denke, aber das wird schön. Hat Schalke zu Hause. Ich denke mal, die müssen wieder was machen. Also würde ich schon glauben, dass es eine Punkte gibt. So, wir sind jetzt wieder schön im Fokus. Das ist auch schwer zu tippen. Aber deswegen fassen wir mal unsere Punkte zusammen. Ich würde auf anfangen. Ich fange jetzt mal an meine Punkte mit meinen Ergebnissen. Und zwar Berlin gegen Dortmund 1-2-1, Mainz gegen Stuttgart 1-2, Gladbach gegen Augsburg 1-1, Freiburg gegen Leipzig 1-2, Hoffenheim gegen Leverkusen 2-1, Wolfsburg gegen Frankfurt 1-1, Hamburg gegen Köln 1-1, Bayern gegen Bremen 2-0 und Schalke gegen Hannover 2-2. Das waren meine Tipps. So. Kommen wir zu meinen Tipps. Berlin Dortmund 1-1. Mainz-Stuttgart 1-1, Gladbach-Augsburg 1-1, Freiburg-Leipzig 1-2, Hoffenheim-Leverkusen 1-2, Wolfsburg-Frankfurt 1-2, Hamburg-Köln 0-2, Bayern gegen Bremen 3-0 und Schalke-Hannover 1-2. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, wie immer, geht einen Daumen nach oben, abonniert und kommentiert fleißig, was sind eure Tipps, schließt ihr euch unseren Tipps oder je nachdem Tipp, schließt euch meinen oder Uwes Tipps an. Schreibt es in die Kommentare. Was glaubt ihr, wie viele Punkte kann Uwe holen? Und kann ich diese, weil er dreifache Punktzahl holt, kann ich diese Punkte dann noch aufholen? Es wird schwer, aber wie gesagt, am 20. Ich will dir nur mal zeigen, was da so für Spiele sind und auch das Topspiel finde ich sehr, sehr interessant. Ihr wisst es vielleicht schon, wir werden aber natürlich auf die Spiele vom 20. noch nicht drauf eingehen. Das Video kommt erst in einer Woche. Auch jetzt bald kommt dann das DFB-Pokal Viertelfinal-Prognosen-Video, wo ihr euch auch drauf freuen könnt. Genaueres Datum weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf, aber wenn, dann seht ihr es ja auf meinem Kanal. Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer benachrichtigt in eurer Abo-Box, wenn ein neues Video von mir kommt. Jawohl. Und bis dahin würde ich sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, Fußballfreunde, und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.